Der Mustang ist halt nur für Schönwetter. Also mein Name ist Marcel Rolfes. Ich bin seit Januar 2009 bei der Firma Rimmer beschäftigt und bin seitdem auf Montage als Servicetechniker. Also der Regelfall ist, dass ich von Montags bis Freitags unterwegs bin. Also ich sag mal, du kannst dich abends in dein Hotel setzen, machst den Fernsehen an und gehst nächsten Tag wieder zur Arbeit. Oder du sagst dir abends, hey, komm, ich gehe ein bisschen raus, lerne andere Leute kennen, bin offen für das Land, für neue Bekanntschaften. Ich versuche immer viel rauszukommen. Ich versuche am Wochenende irgendwo hinzugehen, wo Live-Musik ist, gerade in den USA. Habe mittlerweile viele tolle Orte gesehen, viele große Städte gesehen. Und somit kriegt man seinen Abend immer ganz gut rum. Ein wenig Zeitausgleich zu Hause, dann schraubt man an Autos. Im größten Teil sind wir alleine unterwegs. Wenn wir größere Montagen oder Reparaturen haben, sind wir mal zu zweit oder zu dritt unterwegs. Da prüfen wir die Maschinen einmal von oben nach unten. Das heißt, wir gucken die Ölstände, wir schauen uns die Bremsen an. Wir messen die Ketten, stellen teilweise Sachen nach, die angestellt werden müssen. Und gehen halt auf die Kundenwünsche ein, die er hat, wenn er sagt, er hat irgendwelche Probleme, dass wir zu sind, dieses zu beheben. Also mein Lieblingskunde ist definitiv die Firma Astrup, der John Tinglev. Wir kennen uns jetzt seit über 10 Jahren. Wir zwei, wir harmonieren eigentlich immer zusammen. Haben immer unseren Spaß bei der Arbeit, lachen viel, machen viel Blödsinn und kriegen unseren Job eigentlich recht schnell fertig. Was mir besonders gefällt an meiner Arbeit ist, dass ich unabhängig bin. Ich bin im Prinzip mein eigener Herr, der machen kann, was er will. Wichtig ist es, dass der Kunde zufrieden ist, dass der Job schnell erledigt wird und dass danach alle glücklich sind. Ich habe zu Hause noch ein SLK AMG stehen als Cabrio und dann haben wir noch Unimog, ein Ford F100, eine russische Dnieper, ein Jaguar steht dann noch, ein italienisches Dreirad, eine BMW, dann steht dann noch ein alter Mercedes 404, ein russischer Ural-Kranwagen und ja, das macht einfach Spaß.